Ja, hallo Leute. Heute gibt es mal wieder was Neues von mir. Hat sich auch die letzten ein, zwei Wochen auch ein bisschen was getan. Sowohl in Sachen Tabak als auch in Sachen Pfeifen. Und die Sachen wollte ich einfach mal so mit euch teilen und ein bisschen was darüber erzählen. Fangen wir mal mit den Tabaken an. Ich bin ja momentan dabei, mich durch die Samuel Gavitt-Reihe zu rauchen und habe mir jetzt mal probehalber den Sam's Flake von, aus der The Kendall Majors Collection geholt. Dieser Tabak, über den möchte ich jetzt gerne hier reden und kein extra Review machen, aus einem ganz einfachen Grund, den ich dann zum Schluss noch nenne. Dieser Tabak riecht, wenn man die Dose öffnet, ja, recht würzig. Also er ist nicht überbordernd oder irgendwie künstlich, chemisch, sondern ist einfach eine angenehme Würze, die mich so ein bisschen an Mutters Apfelkuchen mit Rosinen und Zimt erinnert. Und so ein bisschen, so ein leicht fruchtiges, zimtiges Aroma hat er auch, zumindest im Geruch. Schmecken tut er natürlich nicht wie Apfelkuchen, also das sind definitiv nicht. Er ist qualitativ, wie man es von den Tabaken von Samuel Gavitt auch gewohnt ist, sehr hochwertig. Also es ist ein Virginia Flake, Virginia und Turkish Tabake mit einer leichten Süße. Das sieht man auch auf den Flakes, kleinen Moment. Dort kristallisiert der Zucker auch schon sehr gut raus. Man kann das vielleicht jetzt auch ein bisschen im Video erkennen. Mal gucken. Ja, hier. So sieht er aus. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, dass dort der Zucker schon ein bisschen rauskristallisiert aus den Virginia Tabaken. Er schmeckt sehr gut. Gar kein Thema. Also er ist nicht so, er ist bei weitem nicht so intensiv im Geschmack, wie er riecht. Das ist aber bei dem 1792 auch nicht der Fall. Er raucht sich sehr gut. Er raucht sich sehr kühl und er schmeckt sehr lecker. Nur habe ich mit diesem Tabak ein Problem. Er ist zu leicht. Für mich. Viele andere oder einige andere werden sagen, ja okay. Oder Leute, die jetzt nicht zu Frühstück schon den Old Dark Fired von McBaron haha rauchen. Für die wird er wahrscheinlich genau das, oder wäre er wahrscheinlich genau das Richtige. Aber mir ist er einfach dann doch auch zu leicht. Also selbst morgens. Also da ist mir zu wenig Bums dahinter. Das ist auch der Grund, warum ich über diesen Tabak kein eigenes Review machen möchte. Weil, ja, ich hab mir die Dose geholt, werde sie auch zu Ende rauchen. Aber er wird definitiv nicht von mir wieder gekauft werden. Nicht, wie gesagt, absolut nicht, weil er nicht schmeckt, sondern er schmeckt selbst mir als nicht so unbedingt Fruchtaromaten, Zimt, Vanillearomaten, Möger doch sehr gut oder recht gut. Aber es ist einfach kein Tabak für mich. Definitiv nicht. So, das zu dem Thema. Gestern, weiß ich nicht mehr genau, erreichte mich dann ein Paket einer nun endlich mal durchgeführten Bestellung bei HU Tabaco. Und enthalten war der Dogwalker. Brauche ich nicht viel drüber erzählen. Kennen schon viele. Ist ein absolut leckerer Tabak. Sind so meine Lieblingsinkredenzien schon fast drin, bis auf Latakia, der fehlt dort natürlich, aber muss ja auch nicht jeder Tabak mit Latakia sein. Aber es ist halt ein Burley enthalten, dezente Anteile an Orient und natürlich Virginia. So, und das Ganze ist wirklich ein herrlicher Duft und der Geschmack ist ebenso bombastisch. Also ist einfach genial, dieser Tabak. Wer ihn noch nicht kennt, wirklich nur, kann ich nur empfehlen. Er ist mittelkräftig, er haut einen nicht aus den Schuhe. Ist so ein All-Day-Smoke, also den kann man wirklich zu jeder Tageszeit rauchen. Dann kam noch dazu, und irrtümlicherweise habe ich davon jetzt 200 Gramm und nicht 100 Gramm, aber das ist die Ursache war ein kleines Missverständnis, der Nashville County. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kannte ihn vorher noch nicht, hatte mir ja eigentlich auch nur die 100 Gramm Dose bestellt. Habe jetzt 200 Gramm und werde sie definitiv nicht wieder hergeben, weil das ist ein Tabak,
Ich mag ja Burley wirklich sehr gerne oder zu gut Deutsch, ich liebe Burley. Und dieser Tabak ist einfach nur genial, weil 60% Burley und der Rest ist irgendwelche Virginia-Anteile, Red Virginia, wenn ich mich dunkel daran erinnern kann, laut Beschreibung, irgendwelche malzigen Virginia-Geschichten. Weiß ich nicht. Also, ich habe gestern wirklich die erste Pfeife davon geraucht und das ist einer dieser Tabake geraucht, gesehen, geliebt. Also wirklich, das ist einfach, keine Ahnung. Der Burley kommt sehr dominant rüber, was mich persönlich überhaupt nicht stört, sondern im Gegenteil. Und das ist wirklich ein malziger Rauch, ein angenehmes, rauchiges, ja, wie soll man das beschreiben? Dunkle Schokolade, Nuss, irgendwie so leicht bittere Nussaromen, gepaart mit diesen Red Virginias, ist einfach genial. Also, wer den noch nicht kennt, bitte auch probieren. Tabakbild, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann, sieht so aus. Also, er ist sehr dunkel, ist ein Redwood-Flake. Und genial, ich habe ihn aus einer sehr großen Pfeife, also einer Pfeife mit ziemlich großem Volumen geraucht und fantastisch. Also ich hätte auch 4 Stunden der Rauch dauern können, also da hätte ich auch kein Problem mit gehabt. Das war der zweite im Grunde. Dann kam noch von Peter Heinrichs der Dark Strong. Vorneweg, warum der Dark Strong heißt, weiß ich nicht, erschließt sich mir nicht so genau. Gut, da ist Kentucky drin, aber dieser Tabak ist nicht stark. Er ist definitiv nicht überbordernd oder fordernd oder irgendwas in der Richtung. Er haut einen nicht aus den Schuhen. Er ist dunkel teilweise, ja, das sieht man an diesen Broken Flakes. Da sieht man also wirklich ganz genau Moment. Kentucky und auch die Virginia-Anteile. Dieser Tabak ist auch genial. Also, weiß ich nicht, ich bin darauf aufmerksam geworden durch ein Review eines amerikanischen YouTube-Pfeifen, also Pfeifenrauchers hier auf YouTube. Und er hat ihn so also überschwänglich beschrieben, das ist einfach nur, ja, weiß ich nicht, also ich konnte nicht anders. Und ich habe bei Peter Heinrichs mal geguckt gehabt, ja, 200 Gramm Dose, gut, her damit. Die wird auch alle, definitiv. Und das wird auch nicht die letzte sein, weil dieser Tabak ist wirklich genial. Also diese Kentucky-Virginia-Mischung ist einfach nur lecker. Also ich habe heute 2 Pfeifen davon geraucht, möchte, kann ehrlich gesagt darüber noch nicht allzu viel sagen, weil das war halt auch so mehr oder weniger so eine Probierpfeifen. Aber eins weiß ich mit Sicherheit jetzt schon, dieser Tabak schmeckt mir absolut. Also das ist wirklich genial. Ist auch ein Tabak, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit rauchen kann. Ist, wie gesagt, er ist so mittelkräftig. Hat aber natürlich diese Virginia-Süße drin, das kann ich schon sagen. Und hat auch diese Kentucky-typischen Aromen enthalten. Ja, ich werde mit Sicherheit irgendwann mal ein Review drüber machen, wenn ich dann mal so 2, 3 Dutzend Pfeifen davon geraucht habe und wirklich definitiv eine Aussage treffen kann. Der letzte im Bunde ist Peter Heinrichs Nummer 77. Das ist ein Tabak, der, ja, wenn man sich die Beschreibung durchliest, zieht man schon so ein bisschen verwundert die Augenbrauen hoch. Also mir ging es zumindest so. Das ist eine Mischung aus Virginia, Burley, Dark Fired Kentucky, Orient und ein Hauch Latakia. Das hört sich jetzt erstmal an wie so nichts Halbes, nichts Ganzes und wow, einmal quer über die Wiese gemäht. Aber ich muss sagen, ich hatte ja eine Probe von dem Tabak schon vor einigen Wochen. Ich muss sagen, er riecht, also den Latakia riecht man, definitiv. Er hat wohl auch noch so ein leichtes Honigflavor bekommen. Ich habe ihn auch gerade in der Pfeife drin, die ich gerade rauche. Er startet sehr mild, sehr süß. Und wo das Honigaroma und auch die Virginias stark dominieren. Aber im Laufe der Zeit, ich zeige Ihnen mal kurz so ein bisschen vom Schnittbild. Also es ist ein sehr interessantes Bild, diese ja doch breit und mittelgeschnitten.
Im Laufe der Pfeife des Rauchens kommt dann der Kentucky und auch der Burley durch, definitiv. Die Orientanteile und der Latakia bleiben immer präsent als ja, würzige Begleiterscheinung, sage ich jetzt mal so. Also das ist so das Pfeffer zum Steak. Aber wie gesagt, der Kentucky und der Burley übernehmen dann irgendwann so ein bisschen die Regie. Und das ist okay. Und ab dem Moment ist dieser Tabak auch nicht mehr leicht, sondern er geht dann in die Richtung mittelstark. Und ist auch einer so der Kandidaten, die man ja eigentlich ganztägig rauchen kann. Also auch keine Nikotinbombe. Ja, ich denke mal über die beiden Peter, also beim Dark Strong hatte ich es ja eben schon gesagt. Und beim Peter Heinrich 77, da werde ich definitiv auch noch ein Review irgendwann mal machen. Weil diese beiden Tabake. Für Leute, die relativ naturbelassen oder bei dem Dark Strong komplett naturbelassen rauchen, kann ich diese Tabak auch nur empfehlen. Dann haben es auf Google oder die Leute, die auf Google Plus sind, haben es bestimmt schon mitbekommen. Es haben drei Neuheiten zu mir gefunden. Wie soll es anders sein? Das sind Pfeifen der Marke Petersen. Und ich hatte es auch schon gesagt gehabt. Ja, ich bin ein Petersen-Fanboy. Definitiv mit ganzem Herzen und von Scheitel bis zur Sohle. Also irgendwie hat es mich da voll erwischt. Keine Ahnung, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, warum das so ist. Es ist einfach so. Diese Pfeifen gefallen mir einfach. Es sind die Shapes, es ist einfach vielleicht auch dieses Feeling dahinter. Irland, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Muss ich auch nicht rational erklären. Mir gefällt es, mir gefallen sie einfach. Und da ist als erstes zu erwähnen eine Sherlock Holmes Original. Ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, ob man es erkennen kann, ob das fokussiert. In der Version Dark, also sprich, sie ist dunkel gebeizt und nicht in diesem Smooth-Ton, also in diesem leicht rötlichen oder weinroten Ton. Die haben ja nun ein gutes Volumen und das ist auch die, aus der ich den Nashville County geraucht habe und die beiden Sachen, die Pfeife und der Tabak, die passen zusammen wie Arsch auf Eimer. Also das ist definitiv genial. Freue ich mich riesig drüber, weil juhu, meine erste Sherlock Holmes. Des Weiteren kam noch zu mir eine Petersen Spigot. Ich glaube, das müsste ein Prinzmodell sein. Ja, sollte auch so sein. Die in einem doch, ja, naja, sagen wir ruhig, beim Auto oder irgendwie würde ich sagen, verwahrlosten Zustand zu mir kam. Die habe ich dann wieder aufgearbeitet. Sie raucht sich fantastisch. Also es prädestiniert bei mir für Flakes, weil hat einen schönen eine weite Bohrung. Ist nicht allzu tief von der Bohrung her, so mittleres Füllvolumen. Und ich habe jetzt bis jetzt auch nur Flakes aus ihr geraucht. Sie bleibt extrem kühl. Sie ist ohne Filter, wie es bei den Spigots meistens so ist. Und ist auch eine Made in the Republic, also schon etwas betagter. Ich glaube von 1977, wenn mich die Hallmarks hier nicht täuschen. Ja, es ist ein L. Bin ich total begeistert. Bin auch total happy, dass ich diese Pfeife gefunden habe. Ja, und freue mich einfach nur. Eine dritte ist noch zu mir gekommen, aber die befindet sich momentan noch in der Desinfektionsquarantäne. Das ist eine Pre-Republic Caprouf aus den Jahren 47 bis 49 des letzten Jahrhunderts. Och, das hört sich jetzt schön alt an. Die auch, naja, also man hat ihr das Alter angesehen und dass sie wahrscheinlich schon Ewigkeiten irgendwo rumlag. Die habe ich jetzt heute aufgearbeitet und ich werde sie dann in einem der nächsten Videos auch mal kurz zeigen. Bin ich richtig, richtig, richtig happy drüber, dass ich die Pfeife gefunden habe bei eBay, weil das ist meine erste Pre-Republic. Und ja, so als Petersen-Fanboy sollte man eine haben, bin ich der Meinung. Keine Ahnung, wie man es immer nennen mag. Gut, das war es von mir heute. Und ja, bis die Tage. Tschüssi.